Wissenschaft führt zu Voraussicht. Voraussicht führt zum Handeln. Sehr geehrter Herr Bundesminister außer Dienst, super, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich sehr. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Frau Moderatorin, sehr geehrte Festgäste. Wissenschaft führt zu Voraussicht und Voraussicht führt zum Handeln. Ich würde gerne diesen Ausspruch des französischen Gelehrten Auguste Comte in das virtuelle Stammbuch für diese Jubiläumsveranstaltung schreiben, weil es einerseits wunderbar zeigt, dass doch ein Zusammenhang besteht zwischen der wissenschaftlichen Idee, der Neugierde, dem Monitoren, Untersuchen, Forschen und der gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Inwertsetzung von Erkenntnissen, die aus der Wissenschaft herrühren. Und andererseits, weil es auch grundlegend ist für dieses Projekt, das wir heute hochleben lassen. Doch stehen sowohl hinter dem Projekt als auch hinter dem Ausspruch zwei Begriffe, eigentlich ein Begriffspaar, auf das ich ein bisschen eingehen möchte. Das Begriffspaar von Freiheit und Verantwortung. Zwei Seiten einer Medaille. Einerseits können wir alle sehr, sehr stolz sein und froh sein und glücklich sein, dass wir in einem Land leben dürfen, wo die Wissenschaft und die Lehre verfassungsrechtlich unter Schutz stehen und frei sind und dass grundsätzlich jeder Forscher, jede Forscherin von sich aus wählen kann und entscheiden kann, was für sie oder für ihn interessant ist, welches Thema verfolgt werden soll, wo sozusagen das Herzblut hineingelegt wird. Aber andererseits gibt es immer bei dem Begriff der Freiheit diese andere Seite, den Begriff der Verantwortung, der gesellschaftlichen Verantwortung. Warum tue ich das, was ich tue? Wie tue ich es? Es sind Fragen zu stellen, die vielleicht manchmal unangenehm sind, die manchmal auch nicht alleine von der Person, die die Wissenschaft verantwortet, zu beantworten ist, sondern im gesellschaftlichen Kontext zu tun sind. Das betrifft nicht nur angewandte Forschung, technologische Entwicklung, das betrifft in hohem Ausmaß auch die Grundlagenforschung. Denn es geht nicht darum, diese Freiheit zu beschneiden, sondern das Reflexionsvermögen der Wissenschaft anzuregen und das Positionieren der Forschung, des Monitorings, das passiert im jeweiligen aktuellen gesellschaftlichen Kontext beziehungsweise im Zusammenhang mit den Bedürfnissen, den Bedarf, der hier in unserer Welt besteht. Eine grundlegende Voraussetzung für ein Projekt, das seit 20 Jahren tolle wissenschaftliche Ergebnisse liefert und andererseits, wie ich hoffe, aber auch ganz sicher bin, Grundlage ist für verantwortungsvolles, zukunftsorientiertes politisches Handeln. Ein Aspekt. Einen zweiten Aspekt möchte ich noch strapazieren, einen zweiten, der auch sehr eng verbunden ist mit diesem Musterbeispiel an Responsible Science, sage ich, an verantwortlicher Wissenschaft. Und zwar, dieses Projekt zeigt wunderbar, dass es notwendig ist und sinnvoll ist, Grenzen zu überschreiten. Grenzen in vielerlei Hinsicht. In diesem Projekt werden Grenzen der technischen Machbarkeit überschritten. Es werden zeitliche Grenzen, methodische, theoretische Grenzen überschritten. Es werden auch Akzeptanzgrenzen überschritten. Was macht man 20 Jahre am hohen Sonnenblick und misst permanent UV? Wozu? Es werden nicht nur disziplinäre Grenzen, sondern auch transdisziplinäre Grenzen überschritten, auch im Dialog mit der Politik, zwischen Wissenschaft und Politik. Aber, und auf diesen Punkt möchte ich jetzt hinaus, weil das ist doch jetzt das aktuelle Bemühen des Wissenschaftsressorts, institutionelle Grenzen zu überschreiten und Partnerschaften zu erwirken. Wir sind jetzt gerade in einer ganz, ganz heißen Phase der Wissenschafts- und Universitätspolitik. In diesem Halbjahr bis Jahresende werden knapp 10 Milliarden Euro verhandelt
mit den Universitäten und müssen in einer sehr verantwortungsvollen und sehr zukunftsorientierten Weise mit den einzelnen Universitäten ausverhandelt werden. Und da ist auch aus Sicht des Ministeriums nicht nur die einzelne Universität wichtig und deren Wohlbefinden und deren Fortkommen, sondern gesamtösterreichisch ist darauf zu achten, dass, wie mein früherer politischer Chef immer so, wieder, so schön gesagt hat, Viribus unitis zustande kommt, dass man Kräfte bündelt, dass man gemeinsame Stärken zusammenführt oder dass man auch Stärken und Schwächen zusammenführt, ganz bewusst, weil dadurch etwas Neues entstehen kann. Viribus unitis. Überschreiten wir institutionelle Grenzen, das klingt sehr einfach, ist aber oft sehr, sehr schwer, weil hinter unterschiedlichen Institutionen unterschiedliche Logiken stehen. Hinter einer Universität wie der Universität für Bodenkultur muss einfach das große Interesse, die Dynamik des Erkenntnisfortschrittes stehen, das Suchen von neuen Herausforderungen in wissenschaftlichen Fragestellungen. Hinter einer Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik steht ein ganz im Gesetz formulierter, ganz klarer gesellschaftlicher Auftrag, der der Vorsorge. Ganz kurz gefasst, ZAMK ist zuständig für gesellschaftliche Vorsorge. Hier geht es darum, dass die Dienstleistungen, die die ZAMK anbietet, wissenschaftsgestützt dazu beitragen, dass Leib und Leben und Hab und Gut in Österreich geschützt sind. Und dies wird in einer ganz besonderen Weise mit den zwei Observatorien, die die Zentralanstalt zu betreuen hat, verfolgt. Ich bin sehr froh, dass ich mit dem Herrn Direktor hier im Dialog eine Strategie ausarbeiten kann, in der das Sonnenblick-Observatorium nicht nur eine Infrastruktur, eine bauliche für kluge Forschung und kluges Monitoring darstellt, sondern zu einer multifunktionalen Forschungsinfrastruktur von Weltrang geworden ist, nicht nur wird, sondern bereits geworden ist und hier diese Position festigt. Geht es doch darum, diese europäischen Hochgebirgsobservatorien Sonnenblick, Zugspitze und Jungfraujoch, die zusammen in diesem Dachverbund arbeiten, in das Global Atmospheric Watch System der Weltmeteorologieorganisation einzubetten. Also jedes Projekt, das am Sonnenblick läuft, steht auch in einem gesamteuropäischen und in einem weltweiten Zusammenhang. Und das ist aus Sicht des Wissenschaftsressorts besonders wichtig. Responsible Science, gelungenes wissenschaftspolitisches Experiment. Und zum Abschluss noch ein letzter Gedanke. Solche Projekte könnten nie, nie funktionieren, hätten wir nicht Personen, Menschen mit Visionen. Weittragenden Visionen. Visionen, die verhindern, dass die Realität, die Wirklichkeit kleingeschnitten ist. Das ist ein Zug unserer Zeit. Alles kleinhacken in möglichst einfachen Portionen, die man wissenschaftlich bearbeiten kann, wo man niemandem wehtut und die man irgendwo ins Gesamtsystem hineinstellt. Weittragende Visionen verhindern dies. Weittragende Visionen wie diese hier, die von Inge Dirmhirn begonnen wurde und jetzt auch, und ich schaue sie beide an, wirklich weitergetragen und weiterentwickelt wird, verhindern auch die Kurzatmigkeit unseres Wissenschaftssystems. Frau Professor Feld von Uni Wien, die Wissenschaftsforscherin, hat dies sehr, sehr gut diagnostiziert, indem sie gesagt hat, unsere wissenschaftliche Welt, unser Wissenschaftssystem atmet nur mehr in Projektzyklen von 1, 2, 3 Jahren. So etwas wie Langfristforschung, Langfristmonitoring, 20, 30, 50, 100 Jahre, wird zwar nur in den Sonntagsreden, in den politischen besprochen, aber nicht in der Realität verwirklicht. Wir müssen diese Kurzatmigkeit des Wissenschaftssystems aufbrechen. Wir werden auch bei den Leistungsvereinbarungsverhandlungen schauen, dort, wo immer möglich ist, Long-Term Ecological Research zu ermöglichen. Das im Bereich der Naturwissenschaft, aber das gilt gleichermaßen für die Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften. Quelleneditionen, Quellenerschließungen, Archivarbeiten, all das sind auch Langfristprojekte, die ihre Zeit und ihren langen Atem brauchen. Wir brauchen Visionen, die uns weit tragen. Responsible Science, gelungenes Experiment
und Visionen. Das sind die Ingredienzien, die zu 20 Jahren Ozon- und UV-Messung am Sonnenblick geführt haben und die uns weitertragen werden, ganz sicher. Mit Comte habe ich begonnen, mit Aristoteles möchte ich enden, obwohl ich da ein Gebiet betrete, wo ich ganz, ganz weich in den Knien werde, wenn Herr Professor Töchterle hier im Raum sitzt. Im Endeffekt geht es darum, dass das Erstaunen über die Dinge, die so sind, wie sie sind, drinnen liegt. Aristoteles hat einmal gemeint, dass am Beginn jeder Wissenschaft das Erstaunen steht. Das Erstaunen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und daran knüpfe ich meinen Wunsch, dass das Erstaunen bei Ihnen, die Sie dieses tolle Projekt tragen und in Hinkunft weitertragen werden, nie ausgehen wird. Dass die Freude daran immer weiterfließen möge und dass auch die Partner, die für die Ressourcen verantwortlich sind. Und da freue ich mich sehr, dass wir dies gemeinsam mit dem Lebensministerium oder dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich machen dürfen, dass auch hier auch weiterhin die Bereitschaft und die Freude und der Willen und das politische Vermögen ist, solche Art von Forschung in Österreich nicht aussterben zu lassen. Herzlichen Dank auf viele weitere erfolgreiche Jahre.